du willst oder nicht, du bist ein Diener. Und deswegen entscheide dich lieber freiwillig hier im diesseitigen Leben, ein Diener Allahs zu sein, damit er dich am jüngsten Tag erhöht. Weil wenn du dich dagegen stellst, dann wird er dich am jüngsten Tag erniedrigen. Und wie beginnt jetzt Allah subhanahu wa ta'ala? Man kann schon fast sagen, seine Predigt. Das ist schon fast eine Predigt. Wie beginnt Allah ta'ala seine Rede an seine Diener? Er beginnt sie mit einem der wichtigsten Themen überhaupt. Es ist, glaube ich, sogar das wichtigste Thema überhaupt. Weil Allah ta'ala, er hat dieses Universum auf einem Grundprinzip erschaffen. Und das ist Al-Adl, die Gerechtigkeit. Wäre Allah nicht Al-Adl, dann würde dieses gesamte Universum nicht bestehen können. Es geht gar nicht. Alles verläuft nach einer bestimmten Bahn und nach einem bestimmten Plan. Und wir sehen das momentan. Der natürliche Kreislauf ist durch den Menschen unterbrochen worden. Und deswegen sprechen wir heute von was? Vom Klimaschutz. Warum? Weil wir Angst haben, dass diese Natur, wie sie in ihrer ursprünglichen Form vorhanden gewesen war, aufgrund des Eingriffes des Menschen nicht mehr so funktioniert. Und dass aufgrund des Unheils, welches der Mensch gestiftet hat, plötzlich dieses natürliche Gleichgewicht aus der Bahn gebracht wurde und wir uns am Ende damit unsere eigene Heimat nehmen. Und wir haben nur eine Heimat und das ist die Erde. Wir merken das. Wir haben Unrecht getan und dieses Unrecht und die Folgen dieses Unrechtes bekommen wir jetzt zu spüren. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala was im Koran? ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Unheil, ja, Unheil hat sich auf Festland und auf See verbreitet und ist zum Vorschein gekommen. بما كسبت أيدي الناس, durch das, was die Menschen mit ihren Händen erworben haben. Das ist auf uns selbst zurückzuführen. Auf niemanden anderen. Das heißt, wir merken das. Wenn dieses Gleichgewicht, also die Gerechtigkeit, aus der Bahn gebracht wird, dann bekommen wir das zu spüren. Und dann funktioniert die ganze Gleichung nicht mehr. Irgendwas stimmt da nicht. Und genau darüber spricht Allah subhanahu wa ta'ala gleich am Anfang. Und es ist interessant, wie Allah ta'ala dies einleitet, indem er nämlich sagt, Ya ibadi, o meine Knechte, o meine Diener, Inni harramtu dhulma ala nafsi. Ich habe mir selbst die Ungerechtigkeit untersagt. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Und habe sie euch auch untersagt. Fala tazalamu. So tut einander kein Unrecht. Damit beginnt Allah subhanahu wa ta'ala seine Rede. Diese lange Rede, mit der wir uns heute beschäftigen werden. Und es ist interessant, wie Allah es beginnt. Allah zeigt vom ersten Moment an, vom Anfang bis zum Ende dieses Hadith Qudsi, dass er der Allmächtige ist. Und dass niemand Allah Ta'ala etwas vorschreiben kann. Und niemand über Allah steht. Und deswegen sagt er, ich habe mir selbst das Unrecht verwehrt. Es gibt niemanden, der Allah hätte etwas verwehren können. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Er wird nicht darüber befragt, was er tut. Aber sie werden befragt. Keiner kann Allah zur Rechenschaft ziehen. Oder gibt es jemanden, der Allah zur Rechenschaft ziehen kann? Keiner. Allah könnte der schlimmste Diktator sein, wenn er wollte. Wenn er wollte. Aber er ist es nicht, weil das widerspricht seiner Vollkommenheit und seiner Erhabenheit. Allah Ta'ala ist die absolute Gerechtigkeit. Aber er könnte, wenn er wollte, ungerecht sein. Er hat die Macht dazu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, er hat die Macht zu allem. Und er lehrt uns etwas damit gleichzeitig. Ich könnte, wenn ich wollte, euch alle bestrafen, ohne dass ihr etwas getan hättet dafür. Ohne dass ihr etwas verbrochen habt. Aber ich tue es nicht, weil ich der Gerechteste aller Gerechten bin. Und was sagt mir das als Mensch? Dass wenn ich in der Lage bin, jemandem Unrecht zu tun, dann sollte ich immer daran denken, Allah, er könnte mich ebenfalls ungerecht behandeln, aber er tut es nicht. Und wenn es jemanden gibt, der über mir steht, dann ist es Allah.
Wenn ich über diesen Menschen stehe, weil ich stärker als er bin oder weil er in einer schwachen Situation ist und sich nicht wehren kann, dann muss ich immer daran denken, es gibt jemanden, der über mir ist. Und er wird mich zur Rechenschaft ziehen dafür. Er wird mich zur Rechenschaft ziehen dafür. Das Unrecht ist eines der schlimmsten Dinge überhaupt. Und deswegen sagt Allah Ta'ala gleich am Anfang, ich habe es unter euch verwehrt, so tut einander kein Unrecht. Tut einander kein Unrecht. Wie hat unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Abschiedspilgerfahrt begonnen? Wie hat er sie begonnen? Mit welchen Worten? Er hat sie begonnen genau mit diesen Worten. Inna dima'akum, ya ayyuhan nas, o ihr Menschen, inna dima'akum, euer Blut, wa amwalakum, und euer Vermögen, wa a'radakum, und eure Würde, haramun alaykum, ka hurmati yawmikum hadha. Es ist unversehrt, es ist verboten, verboten, unantastbar, wie man so schön auf Deutsch sagt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das muss man sich ja vorstellen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das vor 1400 Jahren seiner Abschiedspilgerfahrt gleich an Anfang gestellt. So wie bei uns, ja, in Grundgesetz, gleich in der Präambel, ja, gleich das allererste, was man nicht verändern kann, die Würde des Menschen ist unantastbar. Genau damit beginnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor 1400 Jahren seine Abschiedspilgerfahrt. Euer Blut und euer Vermögen und eure Würde sind unantastbar. Und dann zeigt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie sehr unantastbar sie sind. Weil manche Menschen verstehen nicht, was damit gemeint ist. Und er macht uns das klar, indem er einen Vergleich macht. Ka hurmati yawmikum hadha. Wie die Unantastbarkeit und die Heiligkeit dieses heutigen Tages. Und welcher Tag war das gewesen? Ja? Yom Arafa, der Tag von Arafa. Fi shahrikum hadha, in diesem Monat, Dhul-Hijjah, ein Haram-Monat. Fi baladikum hadha, an diesem heiligen Ort. An diesem heiligen Ort. Ungerechtigkeit, das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und die Gelehrten sagen, es gibt zwei Arten von Ungerechtigkeit. Die erste Ungerechtigkeit ist die Ungerechtigkeit, die sich der Mensch selbst zufügt. Wie kann man sich selbst Unrecht zufügen? Ich tue mir selbst Unrecht zu oder füge mir selbst Unrecht zu, indem ich nämlich etwas tue, was ich am Ende bereuen werde. Indem ich sündige. Indem ich die Grenzen Allahs überschreite. Weil wer trägt am Ende die Konsequenz? Ich selbst. Ich selbst trage die Konsequenz. Das heißt mit anderen Worten, ich tue niemandem Unrecht außer mir selbst. Und wir werden gleich sehen, wie es Allah Ta'ala in diesem schönen Hadith sagt. Allah schadet gar nichts. Du kannst so viel sündigen, wie du möchtest. Allah schadet deine Sünde nicht. Du schadest dir damit nur selbst. Und deswegen spricht der Koran immer wieder darüber, dass die Menschen sich selbst Unrecht tun. وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Und unter ihnen gibt es welche, die tun sich selbst Unrecht. Allah spricht über den Schirk. Und er sagt, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Wahrlich, die Beigesellung ist ein gewaltiges Unrecht. Aber an erster Stelle ein Unrecht dir selbst gegenüber. Und deswegen, wenn du sündigst, dann schadest du Allah nicht damit. Allah braucht weder dein Gebet, noch schadet ihm deine Sünde. Aber die zweite Form, über die Allah in diesem Hadith Qudsi spricht, ist diese schlimme Form, dass ich anderen Geschöpfen Allahs Unrecht zufüge. Und hierüber sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, Al-Zulmu Zulumatun Yawm al-Qiyamah. Unrecht wird am jüngsten Tag was sein? Finsternissen. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und er spricht zu denjenigen, die Unrecht tun. Inna Allah la yumli lidh-dhalimi. Allah gewährt dem Ungerechten, dem Tyrannen Aufschub. Hatta idha akhadhahu lam yuflithu. Bis wenn er ihn nimmt, dann lässt er ihn nicht gehen. Du glaubst, du kannst machen, was du möchtest. Du kannst foltern.
Kein Problem, das sind ja deine Gefangenen im Gefängnis. Du kannst mit denen machen, was du möchtest. Wir haben schlimme Geschichten gehört. Schlimme Geschichten gehört von Menschen, die im Gefängnis gefoltert werden. Du denkst, du bist der Herr über die Lage. Aber warte ab, deine Zeit wird kommen. Wallahi, deine Zeit wird kommen. Und umso mehr Allah dir die Möglichkeit gibt, dieses Unrecht weiterzuführen, sei dir sicher, umso desto mehr hasst dich Allah. Weil wenn dich Allah lieben würde, würde er dich erinnern. Aber du hast wahrscheinlich so viel Unrecht getan, dass Allah deine Rechtleitung gar nicht mehr möchte. Es gab Menschen, muss man sich mal vorstellen, bei denen sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gewünscht hat, dass sie keine Rechtleitung finden, weil sie so viel Unrecht getan haben. Kennt ihr die Geschichte mit Wahshi, der den Onkel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam getötet hat in der Schlacht von Uhud? Hamza, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wollte ihn nicht sehen. Er hat sich über seine Schahade erst einmal nicht gefreut, obwohl er sich immer gefreut hat. Aber in diesem Fall, er hat sich nicht gefreut. Und er hat gesagt, warum habt ihr ihn nicht von mir genommen? Erst später hat er ihm verziehen. So sehr war er verletzt gewesen, sallallahu alaihi wa sallam, über das Unrecht, was er begangen hatte. Und deswegen derjenige, der immer wieder Unrecht tun kann, ob es ein Tyrann ist, ein Herrscher ist, oder ob es ein Mensch ist, der anderen Menschen Unrecht tut, umso mehr dir Zeit gegeben wird, Unrecht zu tun, sei dir sicher, desto mehr verabscheut dich Allah subhanahu wa ta'ala. Du denkst, mir passiert ohnehin nichts. Aber sei dir sicher, Allah ta'ala, er will dich brechen. Weil wollte er dich recht leiten, hätte er dich schon längst erinnert. Oder längst von dem abgehalten. Und dir eine Lektion erteilt. Aber anscheinend hast du die Lektion, die dir Allah gegeben hat, nicht verstanden. Und deswegen machst du weiter. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er warnt uns. Er warnt uns vor solch einem Unrecht. Solche Menschen, die so etwas tun, wie wir es in vielen islamischen und arabischen Ländern haben, wo die Menschen durch Folterknechte gefoltert werden. Ja? Hört mal, was unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam über sie sagt. Er sagt, zum Fani min ahli nar. Es gibt zwei Gruppen von Menschen, die zu den Höllenbewohnern gehören. Rijalun ma'ahum asyatun ka'aznabil baqari yadribuna biha an-nas. Männer, welche in ihren Händen Peitschen halten, wie die Schwänze von Kühen, mit denen sie die Menschen schlagen. So wie wir es heutzutage haben. In vielen Ländern. Er glaubt, ich bin doch nur ein Abd Ma'mur. Mir wird das befohlen, das zu machen. Wird dir befohlen, die Menschen zu foltern? Und selbst wenn es dir befohlen wird, kannst du dann einfach sagen, ich mache das? Das ist genauso wie die Leute aus dem Dritten Reich, ihr kennt die Geschichten. Ne? Wir haben ja alle diesen Roman gelesen, wie heißt der, der auch verfilmt wurde. Der Vorleser, ja. Da geht es genau um diese Sachen, ja, Leute. Ja, mashallah. Ja. Leute, ja, die glauben, sie seien für all das Unrecht, was die Nazis begangen haben, nicht schuldig gewesen. Natürlich bist du schuldig. Alleine, dass du ruhig bist. Dass du nichts sagst, dass du zuschaust. Mach dich mitschuldig. Du kannst nicht einfach sagen, das geht mich nichts an. Und dich schon gar nicht beteiligen und dann sagen, ich wurde gezwungen. Nein, niemand hat dich gezwungen. Und selbst wenn, dann darfst du anderen Menschen kein Unrecht tun. Das muss ich mir vorstellen. Und dann gibt es natürlich noch andere Formen von Unrecht. Viele, viele andere.